Tackern gegen Erdogan, letzte Handgriffe für die Plakate gegen den türkischen Ministerpräsidenten. Zigtausende Demonstranten forderten in Köln seinen Rücktritt, wollen Neuwahlen in der Türkei. Wir versuchen in Köln halt wirklich zu zeigen, dass das nicht mehr so weiterlaufen kann. Autokratisch, undemokratisch und menschenverachtend, das geht einfach nicht mehr so weiter. Überall ist Taksim, so das Motto der Demonstration. Vor allem am Taksimplatz in Istanbul hatten viele Türken wochenlang gegen Erdogan protestiert. In Köln warfen die Demonstranten Erdogan vor, die Menschenrechte in der Türkei mit Füßen zu treten. Die Beitrittsverhandlungen der Türkei mit der EU nächste Woche sollten deswegen auch erst einmal auf Eis gelegt werden. Wir denken, dass das Veto von Deutschland bei den Beitrittsverhandlungen richtig und angebracht ist, einfach weil eine Türkei mit Tayyip Erdogan und der AKP an der Spitze nicht in die EU gehört. Gleichzeitig haben wir aber Bedenken, dass auch die Bevölkerung unter Strafe gestellt wird. Vielleicht muss man sagen, dass die Bevölkerung so einsehen muss, dass sie einen falschen Ministerpräsidenten haben. Am Schluss schwiegen die Demonstranten eine Minute für alle, die bei den Unruhen in der Türkei ums Leben gekommen sind.